Eigentlich müsste ich ja hier noch ein paar Stöcker hinsetzen. Die können gar nicht mehr Tomaten pflanzen. Weil ich habe ja noch Stöcke. Ich habe die ja abgezählt, wie viel ich brauche. Da war auch noch Erde dazwischen vom letzten Angriff. Dann machen wir das doch gerade, weil wir haben ja eh noch genügend. Können wir da auch hin? Ein bisschen schlecht hier. Jedenfalls nicht, dass sie nachher im richtigen Winkel stehen. Ich möchte nämlich, dass alle so rumgucken. Oh, da kriege ich dann aber bei der letzten Zeile ein Problem. Da kriege ich die wahrscheinlich dann gar nicht hin. Oder? Doch, geht. Ne? Ne, wenn ich genau draufstehe. Geht's halt nicht. Ich hüpfe. Das wird pinkfarbener Staub. Das mag ich ja gar nicht. Erinnert mich an die Sporen da. So. Oh, ich habe sogar zu viele gemacht. Wahrscheinlich habe ich irgendwo welche noch abgehauen. So, und wenn ich wieder zurückkomme, dann bitte hier alles schön. Ich habe es doch richtig gemalt, gezeichnet, gebaut, oder? Das Feld. Wasser und eingezäunt und naja. Warten wir es mal ab. Also, wo soll ich hin? Hier unten irgendwo. Da, okay, das hatten wir ja gefunden. Und hier hinten, das hatten wir auch mal gefunden. Da kann ich mich noch erinnern. Da waren wir überall schon und haben schon geahnt. Ah, da sitzt doch unten. Aha, alles klar. Der hatte uns ja auch keine Antwort gegeben. Dann gehen wir jetzt erstmal... Nein, wir gehen... Wobei? Doch, wir gehen erstmal das Wasser holen. So. Weil der Graben ist ja vorbereitet. Guck mal, hier können wir sogar auch noch Stäbe holen. Da haben wir wieder das falsche Werkzeug ausgerüstet. Was willst denn du da? Oh, der fällt aber jetzt schnell um. Da haben wir noch vor einer Weile ganz anders drauf rumkloppen müssen auf so einem Skelett. Nicht schlecht. So, ach, wir sollten ja erstmal... Ich rede erstmal. Ich will wissen, was der sagt. Auch wenn wir schon wissen, wo die Quelle ist. Ich glaube, dass da so eine Schneckenplage im Garten. Die sehen auch schon richtig hungrig auf deine Tomaten aus. Hallo nochmal, Mensch. Wieder zurück, was? Das ist nicht dein Garten, weißt du? Also, wonach suchst du? Ist das ein sauberes Wasser? Bestimmt, oder? Was kann ich dir aus dem... Das kann ich dir aus dem Gesicht ablesen. Der Übelwind hat fast das ganze Wasser auf der Insel schlammig gemacht. Aber in einer unterirdischen Quelle scheint es noch etwas frisches Wasser zu geben. Tief unterm Sumpf. Frag mich aber nicht, wo genau. Ich mag zwar vieles wissen, aber das nicht. Auf der Spitze eines hohen Felsens im Süden steht etwas in der Sprache von euch Menschen geschrieben. Vielleicht hilft dir das bei deiner Suche weiter. Aber wir waren ja schon wunderfitzig und haben es auch schon entdeckt gehabt. Ich glaube, ich guck mal, wie das Wetter in Ulda ist. So, so. Hast du vorhin was mitbekommen? Ups, nein, schweben wollte ich nicht, noch nicht. Oh, da ist eine kleine Dorne, die könnte man eigentlich noch mitnehmen. Natürlich ohne die anderen Dornen zu berühren, denn das tut weh. Eine verblichene Nachricht ist zu erkennen.
tauchen auf eigene Gefahr und vielleicht auf eigene Belohnung. Nee, war kurz bei Ben drüben herum. Nach Ulda. Hm. Ach, weiß nicht. Was für eine seltsame Nachricht für ein Schild. Vielleicht hat es was mit dem sauberen Wasser zu tun, das laut Bonanzo irgendwo im Sumpf verborgen ist. Das ist wirklich ein eigenartiger Ort für ein Schild. Wenn du mich fragst, heißt das, dass hier irgendwas im Wasser ist. Das haben wir doch schon gefunden. Nee, nee, alles gut. Ja, lass. Hast du Lust bekommen? Das ist ja immer das Schlimme, wenn man anderen dann bei so Spielen zuguckt, dann macht es einen irgendwie auch wieder an. So, wir hatten ja versucht, uns da ein bisschen durchzubuddeln, aber oh. Die sackt ja ab wie ein nasser, ein Sack Kartoffeln. So, hier waren wir ja schon mal und hier hat es nämlich dieses wunderschöne Wasser. Puh, endlich sind wir aus diesem ekelhaften, schlammigen Wasser raus. Wo sind wir überhaupt? Hm? Hey, Anja, das Wasser sieht anders aus als das Zeug, durch das wir gerade geschwommen sind, stimmt's? Ja, sehr anders und wir hatten das sogar schon mal bei uns im Ort. Aber ich habe es dann leider verloren. Das heißt, ich muss jetzt auch richtig schöpfen, nicht, dass ich das Dreckwasser da rein. Nein, ich glaube in dem Fall. Schwupp, Anja füllt Wasser in den Topf ohne Boden. Anja erhält folgendes. Ein Wasser. Wow. Hä? Ich habe jetzt ein Wasser in der Hand. Sehr schön, du hast den Topf mit reinem Wasser gefüllt, nicht wahr? Das Zeug sollte sauber genug sein, um den alten Bartkrummler zufriedenzustellen. Dann los, zurück zum Bauernhof. Ich weiß allerdings nicht genau, was wir damit anfangen sollen, wenn wir zurück sind. Wir sollten mit Bonanzo darüber sprechen. Okay, dann porten wir am besten gleich zurück. Ich drück immer falsch, weil normalerweise Karte rauszoomen rechte Maustaste ist. Schwupps. Ich habe vorhin, als ich angefangen habe zu streamen, gesehen, dass Ben auch streamt. Und dachte noch, oh, gleichzeitig kann ich ihm gar nicht zugucken. Mit wem müssen wir denn jetzt sprechen? Die haben beide ein unerfülltes. Mit Bonanzo sollten wir sprechen. Da hinten ist er. Halt! Halt, 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 halt. Ich muss mit dir reden, bevor ich hier wieder Unsinn mit dem Wasser mache. Und das dann wieder brackig ist und ich muss dann wiederholen. Hä? Wo ist er jetzt hingerannt? Bleib mal stehen! Bibbernde Baumteufel Anja! Du hast reines Wasser gefunden! Ich war so frei und habe schon einmal 4 Stellen am Gottesgewächs markiert, in die du das Wasser schütten musst. Der Rest ist dir überlassen, Mädchen. Okay, also gar nicht unten in den Graben, sondern oben. Oh, vielleicht läuft es ja dann sogar oben runter. Also der Wurm macht hier nichts mit meinem Bobbel. Dann nehme ich ihn wieder mit. So. Für erstmal. Ich denke mal, dass ich den Boden wahrscheinlich irgendwie bearbeiten muss. Ja, jetzt gucken wir mal, was sie bis jetzt gebaut haben. Oh. Oh. Ah, hier kommt Wasser hin. Ah, da ist sogar schon ein Becken. Nee, gießen sollst du.
So. Oh. Aber jetzt ist es ein bisschen zu hoch, oder? Aber das ist ja so ein Wasserfall dann. Okay. Und hier? Oh, das sieht ja dann super aus, wenn das da runterläuft. Mega. So und... Und da 4 Stellen, hat er gesagt. Eine 4. Stelle fehlt noch. Die ist ein bisschen weiter unten. Ich irgendwie vorbeigerannt? Nee, die ist... Hä? Ach, ist die irgendwie auf der anderen Seite? Hä? Ah! Okay, das ist ja so ein in sich gedrehtes Dingens. Ich muss hier so... Jetzt haben wir's. Mal gucken, dass wir das diesmal nicht so voll machen. Ah, das ist aber immer so. Ja, okay, das ist halt dadurch, dass ich von oben gieße, dann steht oben das Wasser. Einfach so. Dann schöpfen wir mal. Aber das geht wahrscheinlich nicht mehr. Doch, das geht. Dann gehen wir mal hier innen rein. Ja, jetzt sieht's schön aus. Dann machen wir das auf der anderen Seite auch so. Sieht ein bisschen schöner aus. Wenn das Wasser nicht so als Bobbel ist. So. Ja. Halt! Ich will mit dir reden. Bleib hier. Oh, die sind alle aus dem Häuschen. Und es hat sogar hier alles vollgefüllt. Sehr schön. Automatisch. Sag mal, wo ist er jetzt? Jetzt ist er wahrscheinlich... Ach, jetzt ist er wieder oben. Darf ich ihm hinterher rennen? Ist er immer noch oben? Ja. Also im Dunkeln sieht das ja auch sehr schön aus. Jetzt läuft er gerade wieder runter. Heidenei. Wo ist er jetzt? Jetzt geht er wahrscheinlich schlafen. Bonanzo, wo bist du? Da, jetzt ist er da hinten. Und jetzt bitte mal stehen bleiben, ja? Verrücktes Huhn. Stehen bleiben. Nee. Du sollst hier nichts wegschöpfen, sondern du sollst hier reden. Fantastische Arbeit, Anja. Durch das Gottesgewächs fließt jetzt wirklich reines, klares Wasser. Und das ist echt ein atemberaubender Anblick. Es hebt die Stimmung und ist Balsam für die Seele. Oh, Anja. Als deine Vaterfigur, nein. Als deine Bruderfigur, nein. Als deine Mutterfigur, bin ich ja so stolz auf dich. Oh, ist der eingebildet. Und wie er da steht und guckt. Oh, so stolz. Übrigens, Anja, es gibt da noch etwas, was ich dich fragen wollte. Unter 4 Augen. Sobald unsere Arbeit hier getan ist, darf ich dich dann auf deine Insel begleiten? Ach, du wolltest doch hier Bürgermeister sein. Es wäre mir eine wahre Freude, dort Gärten und Vegetation anzubauen. Zögere nicht und sag ja, mein Mädchen, und sprich unbedingt mit mir, bevor du Grünfeld verlässt. Ja? Aber zurück zum Wesentlichen. Tu, was du tun musst, um das Gottesgewächs zu vollenden. Lass uns nicht warten. Ja, ich muss noch Blümchen holen. Wir müssen noch die Blümchen besorgen. Ich glaube, wir schlafen erstmal, weil es ist schon wieder Abend. Auf dem Bauernhof, auch schon wieder. Immer wenn ich schlafe, habe ich das Gefühl. Und ihr macht mir hier bitte nicht alles kaputt. Das kann ich nicht brauchen. Es ist alles gerade so schön aufgebaut und sieht so schön aus. Moment, müssen wir mal gucken, wo sie sind. Mmh.
Im Kürbisfeld? Im Kürbisfeld? Und eigentlich da, wo es grün ist, dürften die ja gar nicht hin können. Ich sehe jetzt auch nur im Kürbisfeld eine. Dann machen wir die mal gleich. Vielleicht kommen sie nicht dahin, wo eben die Aura ist. Und deswegen ist vielleicht nur im Kürbisfeld eine. Gehen wir mal so, dann geht das ein bisschen schneller. Jetzt fehlen die... beziehungsweise jetzt stören die Bobbles. So. Und das müssen wir schnell gucken. Ob das die einzigen waren. Und hier ist ja auch keine Aura. Ich habe sonst nichts Rosanes gesehen. Ich hoffe, dass ich keine übersehen habe. Ich gucke noch mal auf die Karte. Seht ihr irgendwo noch was? Ich glaube, das war die einzige. Ist er denn im Baum? Aber das wäre übel, weil da würde ich es nicht, da sieht man es nicht von der Karte aus. Wenn die im Baum hocken. Was aber oberfrech wäre. Und vor allem wäre es ja ganz schwierig, die dort einzubauen. Dann würde ja der Baum auch kaputt gehen. Ups. Ja, lass. Was klimpert da? Dankeschön. Es hat geklimpert. Nur sehe ich jetzt nicht, wie viel. ja, genau. Der Kessel füllt sich. Ein Kessel buntes. Aber eigentlich müsste ich es ja jetzt hier oben sehen. Mein Kontrollmonitorchen ist leider etwas klein. Aber Dankeschön. Das ist lieb von dir. Da freue ich mich sehr. Weil ich habe zwar das Mikro schon gekauft, weil ich es einfach gebraucht habe, weil mein anderes, mein Headset, ich habe ja immer mit Headset gestreamt, aber das hat, da hat das Kabel immer geknarzt, wenn ich meinen Kopf bewegt habe und dann hat es immer so klack, klack gemacht während der Aufnahme und das hat mich sehr gestört und ich habe gedacht, bevor ich das jetzt irgendwie zusammenkriege durch Spenden, muss ich es mir selber kaufen, aber ich kann es mir ja vielleicht nachträglich finanzieren lassen. Und das wäre nämlich sehr super, weil das schon doch einiges an Geld gekostet hat. Und ich es im Moment auch nicht so dicke habe. Von dem her, vielen, vielen lieben Dank. Es fördert den Stream. Es kommt dem Stream zugute. Ich habe, also mein neues Mikro ist ein für eine Valentinstags-Matcha-Soja-Latte. Tatsächlich. Was? Matcha? Soll das Matsch heißen oder Matcha? Also, zurzeit trinke ich auch gar keinen Matcha mehr, weil der so teuer ist. Ich habe ein Rode NT-USB. Ja, den schreibt man Matcha, ohne S. Dafür trinke ich jetzt immer einen selbstgemachten Kaba. Also richtig aus Kakao. Hafermilch und Kakao. Schmeckt total lecker. Und ich weiß, dass kein Zucker drin ist, der unnötig ist oder irgendwas anderes beigemischt ist. Das schmeckt auch fein.
Gut, dann haben wir jetzt schon wieder Mittag und ich laufe nur im Dorf rum vor lauter Geldsegen, Freude. Nochmal vielen Dank. Und dann gucken wir mal, ob wir auch noch an unsere... Ach, das ist ja gar nicht weit. An unsere Blumensamen kommen. Wow, hier ist wieder so viel Übelwind. Für dich schreibe ich auch gerne... Oh, oh. Heißt das Matcha? Aha, okay. Das sind aber chinesische Schriftzeichen, oder? Keine japanischen. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich weiß nur, dass die japanischen etwas einfacher aussehen als die chinesischen. Deswegen ist das jetzt einfach mal so eine Vermutung. Laut Wikipedia japanisch, okay. Ach ja, es gibt ja, glaube ich, so eine vereinfachte japanische Schrift und eine, ja, die ältere wahrscheinlich etwas kompliziertere. Und es gibt ja auch, ja, die haben ja auch so Zeichen, das stimmt. Wir hatten übrigens früher mal Japaner da. Mein Vater war in so einer Organisation, die Austausche gemacht haben mit Japan. Über das Experiment hieß das, das Experiment. Und er war da eben auch einer, der das organisiert hat bei uns im Ort. Und da hatten wir dann dreimal hatten wir Japaner da. Und das war immer richtig toll. Also es war quasi ein einseitiger Austausch. Es war, die waren dann nur hier für 2 Wochen. Und wir haben denen quasi so ein bisschen Kultur nahegebracht und so. Und die haben dann auch immer ziemlich viel... Den Boss wollte ich jetzt eigentlich nicht. Viel mitgebracht von ihrer Kultur. Haben auch oft dann so gekocht oder uns zum Beispiel das Origami haben sie uns gezeigt. Dass das hier noch gar nicht hip war. Da konnten wir schon Origami machen. mit Cha und Cha und Cha. Im Deutschen ist das immer komisch. Auf Englisch wäre es mir gerade klar gewesen. Auf Deutsch ist das immer so mal so mal so. Okay. Kannst du mir das Mikro mal verlinken? Moment, ich kämpfe gerade mit dem Boss. Ach komm, fall um. Ein paar Millimeter da noch. Moment, das müsste ich dann raussuchen. Bin ich überhaupt richtig hier? Ja. Da waren wir ja beim letzten Mal auch. Aber eigentlich müsstest du es finden. Wenn du Rode NT-USB eingibst, dann es gibt nur das eigentlich das eine. Und das wurde mir als gut empfohlen. Ich musste zwar ein bisschen rumprobieren. Ich bin auch noch nicht 100% zufrieden, aber jetzt schon so einigermaßen. War das ganz oben? Mussten wir da ganz hoch? Oder ist das irgendwie unten gewesen? War das eine Höhle oder war das auf der Spitze? Na, sieht eher so... Ja, nein, nein, nein. Das muss oben gewesen sein. Wir waren gar nicht oben, glaube ich, oder? Sind wir nur einmal drumherum gelaufen. Ah doch, ich weiß noch, wir sind hier, glaube ich, geklettert. So viel erlebt schon, dass ich schon gar nicht mehr richtig weiß und alles durcheinander bringe. Ach ja doch, ich erinnere mich. Jetzt erinnere ich mich. Na? Oh, das sieht aber groß aus da drüben. Mögen die rosa Blumen des Paktes diesem Land Leben schenken. Ein Leben, das am fernen Horizont liegt. Mit dem Tischstativ, ja, aber ich habe mir eben... Ich habe nicht nur das Mikro gekauft, sondern eben auch den Arm. Und eine Spinne. Und deswegen... Also der Arm und die Spinne, die kosten ja auch schon einen Haufen. Fast genauso viel wie das Mikro.
Da kommt dann schon einiges zusammen. Und hier war man nämlich schon mal. Und dann habe ich mit dem Typen da gesprochen und gedacht, der wollte mir einfach gar nichts sagen. Aber ich glaube, diesmal sind auch Gegner da. Ameisen. Ich glaube, das macht mal keine. Und vor allem nicht drei fette. Und ich habe damals das Wasser hier rausgeschöpft aus dem kleinen Teich. Erinnert ihr euch? Weil mit Tischstativ ist das Problem. Ich hatte mal ein geliehenes von jemandem, der eins nicht mehr gebraucht hatte. Das war auch mit Tischstativ. Und das Problem beim Tischstativ ist, dass ich mich, dass ich immer denke, ich muss mich dann da so ein bisschen runter zum Mikro hin. Und dann werde ich immer ganz, nicht mal ganz krummen Rücken und Hals, weil ich dann immer so irgendwie nach unten zum Mikro hin rede. Und das ist gar nicht gut. Und deswegen habe ich gleich gesagt, Tischstativ, auch wenn es einigermaßen tauglich ist, nein. Ich brauche unbedingt so einen Gelenkarm, der, wo ich dann das so richtig schön mir so einstellen kann, dass ich relaxed auf meinem Stuhl sitzen bleiben kann.